Ja, genau. Schildkrötenmann schuld am Zweiten Weltkrieg. Nur die. Du könntest Und entweder wie ich, ja, deswegen. oder so. Warum holst du nicht eigentlich die Feder, die du noch hast, da oben? Weil ich die noch behalten will für Für Notsituationen. Nötfälle. Ja, genau, für Notfälle! Wie Für diesen. diesen, ja, genau. Bäm. Ja, wir brauchen immer unsere Eingewöhnungszeit, aber nach 10, 20 Leben haben wir sie erreicht. Den Punkt, an dem man sagen kann, jetzt wäre es möglich. La 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 la, wir fehlen immer zu. La la Bis la wir es la la, schaffen. wir fehlen immer zu. La 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 la, wir fehlen immer zu. La 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 la, bis wir es irgendwann schon schaffen. Wir schaffen das schon irgendwann. Sieht das gut Irgendwann aus? Sieht haben das wir gut es aus? geschafft. Und dann springen wir immer weiter, bis wir im Ziel landen. Das war fies. Bis wir das Wieder Let's an dieser Play 100% scheiße durchgeschafft haben, bis wir das fickten Let's Play 100% durchgeschafft haben. Stelle. Hab ich 160 gesagt? Ich hab dir gar nicht zugehört. Ja, nee, müssen wir manchen. Das war wieder so ein. LOL! Das war. Also. Du solltest echt mal ein bisschen strategisch denken und nicht nur auf Glück hoffen. Wenn das kein Skill Das war, war kein Skill, das war Glück. dann weiß ich auch nicht. Du bist einfach nur gesprungen und hattest Glück. Genauso wie jetzt hier. Dann könnt ihr ja auch mal einen Drehschwung benutzen, dann würde das präzise ablaufen, das Ganze. So wie hier. Ja. So, es gewittert und donnert. Also haben wir Mach hier mal so schöne wie ich. Musik. Nee. Oh. Ich Ich hab's verlasse. geschafft, ohne ein Tier zu quälen. Aber du musst ja immer auf den Kopf von Tieren springen. Ich stutze ihnen nur die Flügel, sonst erheben sie sich noch über uns. Und das ist Tiere nicht gestattet. Ja, erst hier ein auf, oh, die armen Tiere und dann ein, Tiere ist nicht gestattet, Flügel zu besitzen. Ja, Schildkröten nicht. Ja, was war denn mit den Schildkröten? Die können ja nichts gar nicht dafür. Nix, gar nichts dafür. Nix, gar nichts dafür. In Die dead. können doch gar Ich hab's nichts. geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, so Wer ist der Angeber, ey. Größte? Wer ist der Ja, Größte? du bist voll schlecht. Ja, dann mach das mal gleich ohne Mittelpunkt und geh zum Anfang zurück. Wenn du das so No. siehst. Oder ich schaff's jetzt einfach. Haha. Haha. Das ist nicht so nett. Du schaffst das schon. Los. Hol dir die Blume. Und jetzt renn da einfach mal durch. Denn da kommen ganz viele Viecher. Daran erinnere ich Dann mich gar zieh nicht. die Münzen und die gehst auf die Plattform rauf. Und dann geht es rund. Boah, das ist Geht ja scheiße, ey. Da falle ich es jetzt eh rund? gleich runter, wetten. Geht es rund? Nein, du fährst nicht runter. Du bleibst da herauf. Und dann springst du dort. Dann springst du auf die Plattform. Auf die nächste Plattform. Immer weiter höher. Dann springst du hier lang. Und Kaizo! hier lang. Springst du noch hier lang. Das sind Kaizo-Plattformen, ganz genau. Scheiß Banzerbill, vor denen habe ich jetzt Angst. Wieso bist du nicht gesprungen? Wieso Finish hast du das doch! nicht getan? Ist ja egal, Wieso? wir sind ja schon mal im Mittelpunkt. Du kannst es jetzt beenden. Ich überlasse dir den Ruhm. Nimm dir die Feder einfach, wie wär's damit? Die ist jetzt hier sehr wertvoll bei diesem Plattformgedöns. Besser als eine Blume. Oder ein Pilz, ne? Ja, den du am besten in den Abgrund folgst. Eine Vogelfeder, eine Apachenfeder. Vollgebracht. Hat's vollgebracht. Ja, das hat's vollgebracht. Ich springe auf kalte Plattformen drauf. Ich springe gerne auf kalte Plattformen drauf. Ich springe gerne auf kleine Plattformen drauf. Ich springe gerne auf kalte Plattformen. 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 Da hättest du Ja! den Sprungknopf gedrückt lassen sollen. Dann wärst du höher gesprungen und hättest es auch auf die Plattform geschafft. Das nur am Rande. Fürs Machen. nächste Mal. Du musst das machen. Du musst das machen. Und dann hol dir das Teil da.
Hol das Teil da, hol dir das Teil da. Du schaffst das schon, das ist eine Blume. Die bringt mir hier aber gar nicht so viel. Bei diesen guten Döns. Ich bin jetzt stur, ich will nicht dieses blöde Mistding wieder umstellen müssen. Das sag ich doch. Fick dich. So, was schaffst du nur mit Skill? Verpiss dich mal. Oder so. Was? Das Sprung wird heute nicht weg. Also, ich bin echt sprachlos gerade. Das kommt nicht oft vor. Du bist ja gar nicht sprachlos, du Lügner. Rin. Wir wollen ja schön feministisch bleiben. Femi, was? Ah, das ist ja so nett, das Level ist echt geil. Geil. Du musst ein Leben, du hast ein Leben verpasst. Dann muss ich mich schon umbringen oder es nochmal versuchen. Mir doch egal. Hast es geschafft? Ich bin ganz stolz auf dich. Nicht. Dann mach du mal jetzt wieder ein Level. Ich find's schade, dass man nicht sieht, wer die Level geschafft hat. Das wäre sehr deprimierend für dich. Um das mal ein bisschen schadenfroh zu betrachten. Ja, viel Spaß. Das wird nicht sehr angenehm. Ich glaube, kurz vorm oder nach dem Mittelpunkt kommt eine Scheißstelle. Und am Anfang natürlich auch. Jo, wir haben bald kein Leben mehr, dank dir. Wieso habe ich eigentlich 3 Leben mehr als du? Weil deine Mutter gekocht hat. Und weil du gestorben bist. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß, du doch das zweite eigentlich? Hä, Moment. Das ergibt gar keinen Sinn. Das ergäbe einen Sinn, wenn du jetzt gestorben wärst. Aber auch nur halbwegs, weil es das nicht das Ganze im Alter! Prinzip erklärt. Das war jetzt aber auch gemein. Steine sind immer fies. Hilfe, der sinkt ja. Das ist nicht so schön. Wir brauchen wieder Ewigkeiten, um reinzukommen. Aber wer braucht schon nicht lange, um reinzukommen? Es sei denn, man hat die nötigen Hilfsmittel. Wie Cheats, meine ich natürlich. Mann, wieso bist du so weit gesprungen? Das also musst du dich fragen, genau. Dich und dein Gamepad. Hey, Gamepad. Wieso? Tust du mir das an? Ey, das schmeißt ja 2, 3. Wie soll ich denn da durchkommen? Kann ich eigentlich nochmal draufspringen oder nur mit dem Drehsprung? Das ist die Frage der Fragen. Möchtest du aufhören? Okay, ich stopp die Aufnahme. Was? Nein! Spring! Spring! Ich wusste gar nicht, dass ich so gut bin. Da unten gibt es einen Yoshi, glaube ich, und das kann ich hier auch gebrauchen. Deswegen hole ich mir das. Ja, Eis. Das gibt voll Sinn. Eis bei Feuer, Lava. Es ist rutschig. Ein bisschen. Ich glaube, das kann man aber auch erkennen. Ohne, dass ich das sage. Nur zur Vollständigkeit. Das ist eine lila Röhre! Eine lila Röhre! Das ist mir zu schwul, da gehe ich nicht rein. Ja, lila! Oh. So. Oh ne, jetzt muss ich den Kram nochmal machen, das ist ja unfair. Das ist richtig unfair. Ich hätte da nicht reingehen sollen. Das war cool. Das war nicht schwul. Das war schwul. Jetzt beweise mal dein Können. Du weißt ja jetzt, wie das Level aussieht. Du musst schon den Sprungknopf gedrückt halten, wenn du weit springen willst. Das sah aber nicht so aus. Ich will immer gern durchrennen, gleich am Anfang, bevor der erste kommt, aber ich glaube, es klappt nicht. So, einfach nur durch.
Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt muss ich mich an der Nase kratzen, Mist. Oh, er springt, oder? Ne, der kann nicht springen. Kann der mal sterben? Also ich bin echt nicht gerne klein hier. Du musst schon treffen. Das Loch, ne, den Block treffen. Sonst war es ja das Loch. Ah, hier ist Yoshi gewesen. Ich wusste, hier gab es einen. Jetzt muss ich aber den scheiß Weg gehen. Moment, wie komme ich da? Okay, ich muss schon den Knopf drücken. Da muss ich nämlich gleich abgehen. Ne, muss ich gar nicht. Ja, ich mag das Level nicht. Ich wäre sowieso bei Cooper jetzt gestorben. Ich wäre sowieso gegen Cooper gesprungen und dann in die Lava gefallen. Da werde ich drauf. Oh Mann, wir haben noch keinen Mittelpunkt. Nicht so schön. Hm, wieso machst du das? Warum machst du es nicht wie ich? Du willst immer die Tiere quälen. Quäl die Plattform. Ich will aber die Tiere quälen. Also das Schildkröte, die sind doch am Zweiten Weltkrieg schuld. Aber nur nach Ansicht der japanischen Italiener. Ja, aber die japanischen Italiener haben recht. Nee, die wissen gar nichts. Aber die haben das wissenschaftlich bewiesen. Aber nur von eigenen Wissenschaftlern, nicht von fachkräftigen, von Ausländern. Ja, voll rassistisch, was du sagst. Nur das weil die, italienische Japaner sind, heißt es nicht, dass die Wissenschaftler keine richtigen Fachkräfte sind. Doch, das stimmt. So, leider kann ich, doch kann ich. Kann ich denn? Ich glaube, das geht gar nicht. Jo, cool. siehst du es auch? Ja. Das ist ja unglaublich, dass es geht. Ich will jetzt... Das ist so unfair, das ist so... Das war so scheiß gemein, aber ich lebe noch, warum auch immer. Du lebst noch. Das ist das Wichtigste, Mittelpunkt. Jetzt ist mir alles egal. Wow, da komme ich sogar dran. Ich kann so hoch springen, unglaublich. Ich mag dieses Level sowas von nicht. So scheiß Kacke Mist. Scheiß Kacke Mist, hör auf. Ja, was wollt ihr denn jetzt da von mir? Ey, das ist Kaizo. Alter, was ist das denn für ein Kaizo-Kram? Hä, was mach ich denn? Du willst sterben. Du hast wohl vergessen, dass der Mittelpunkt jetzt startet. Wir brauchen gleich wieder Leben, juhu. Ja, dieses Level müssen wir noch schaffen mit dem Leben. Und dann machen wir erstmal ein Päuschen. Ja. Ja, dann will ich nämlich schlafen. Ey, ich kann da doch nicht drauf. Ja, und du stirbst. Ich wusste es nicht, ich wollte es mal ausprobieren.